but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm waiting and always hesitating.
fighting. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Und damit schon mal ein herzliches Willkommen. Wir haben heute einiges vor. Ich weiß gar nicht, meine Stimme müsste passen. Ah, herrlich. So, guck mal, die Musik kann man ein bisschen runterschreiben hier. Läuft gerade NCS No Copyright Sounds.
Wir spielen heute ein Spiel namens... Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Locked Up. Locked Up. Ich war jetzt gerade unsicher um den Titel. Das Ganze wird jetzt so laufen, dass wir erst die Demo spielen, denn die Demo gibt ein Prequel. Es hat zwar nicht direkt was mit der Hauptstory zu tun, als mit dem Hauptspiel, aber es erklärt so einiges. In dem Spiel werden wir an und für sich auch keine Zettel finden, wie wir es gewohnt sind, zum Beispiel aus Outlast oder aus Layers of Fear, wo dann der Erzähler die Stimmen, wo die Erzählerstimme dann das Ganze nochmal ein bisschen genauer erklärt. Wir werden sehr viel durch Bilder und Taten und Geschehnisse erfahren, was da drin überhaupt passiert ist. Das heißt, das Spiel lässt sehr viel Interpretationsspiele, also das Spiel hat sehr viel Interpretationsspielraum, wodurch wir hier auch die Story etwas weitläufiger aufnehmen. Und das finde ich persönlich immer geil. Ja, wenn die Story nicht genau bekannt ist und man eigentlich rausfinden muss, was Sache ist und was man jetzt genau machen sollte. Locked Up. So, jetzt nochmal gucken. So. Die Musik machen wir mal aus. Jetzt gucken wir mal. Scheiße, jetzt habe ich das Fenster zugemacht, was ich noch brauche. So, das. Neues Aufnahmeprogramm, neue Aufnahmemethode. Naja, noch ein bisschen schwammig das Ganze. Da ist das Ganze echt noch ein bisschen schwammig bei mir. So, mit der Kamera dürfte es eigentlich so weit passen. Man dürfte mich dann gut hüpfen sehen, wenn ich mich doch mal erschrecke. Interpretation. Ja, Levi. Levi Hörnchen, nur das... No. Soweit ich weiß, musste erstmal hier den Mitgliedsstatus erreichen, also dass wir hier uns quasi den YouTube-Sub holen. Und da kannst du dann die Emotes reinmachen. Ja, das geht erst ab 1000. Ne, 2000, sorry. Loris hat die deutsche Sprache verlernt. Wow, geil. Hammer. Ne, ich hatte eine lange Nacht. Könnt ihr gerne mal Dirk fragen. So, ich würde aber sagen, wir starten schon mal das Spiel. Im Allgemeinen, finde ich, sieht man auch gerade ein bisschen zu. So. Die Cam nimmt wieder mal zu wenig Licht auf. Geil. Fahrschnaller! Das war laut. So, Language, Deutsch. Oha. So, vorneweg. Jedem ist zu empfehlen, ein Kopfhörersystem aufzusetzen, ob das jetzt In-Ears sind, ob das jetzt ganz normale Kopfhörer oder ein Headset sein sollten. Denn dieses Spiel ist mit binauralen Aufnahmen getätigt. Für diejenigen, die jetzt neu hier sind, binaural ist bei uns so ein Highlight, was ich gerne immer mit reinnehme. Dementsprechend übertrage ich auch gerade. Das heißt, ihr hört genauso links und rechts wie ich jetzt. Und nicht nur monomisch. Erfordert zwar ein bisschen mehr Ressourcen im Streaming, aber ist wesentlich geiler. Zum Glück bin ich früher ins Bett und nicht in Voice eingepennt. War wild bei uns. Mhm. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, niemals, niemals. Da ist auch nicht irgendein Volldepp hingegangen und hat gemeint, er muss da einen Karatransfer machen. Niemals. Mm-mm. So, wir gehen auf neues Spiel.
damit wünsche ich schon mal viel Spaß mit Locked Up. Sie spielen einen interaktiven Psychothriller. Die Geschehnisse spielen im begrenzten Raum. Sie müssen mit der Umgebung interagieren, damit sie in der Handlung weiterkommen. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und fügen Sie die Geschichte zusammen. Die Geschichte eröffnet sich mit der Zeit. Auch ohne die Notizen. Zum Glück habe ich da noch mal einen Monitor, wo ich noch mal sehe, was da jetzt eben gestanden ist. Wenn ich mal gemütlich was vorlesen will. Oh, wir starten wie in Blair Witch. Da fehlt ein Happy Hippo. Ich war's nicht. Okay, unser Auto. Missing Child, Martha Foster. Zuletzt gesehen, Donnerstag, 12. April 1979. Callcenter Polizei, Abteilung BEI. 707-264-8141. Alter 6 Jahre, Höhe 3 Zoll. 5. Gewicht 50 Lips, Augen blau. Das hätte man eventuell auch noch ins Deutsche übersetzen können. Das ist das Haus. Darf ich wieder ins Auto? Nein. Ui, krieselt das, Alter. Oh, krieselt das. Ich hol besser eine Taschenlampe, bevor ich gehe. Wow, das stand extrem klein da unten drin. Taschenlampe. Die man nicht sieht. Nehmen. Ach, das sind wir. Oh, ist das cool. Wie war's, Huhn? Hallo? Da hängt jemand. Okay, Spiel, du fängst gut an. Kinder. Kinders? Hör auf. Alter, hör auf mit dem Scheiß. Ich sag's hier. Drecksbalk. Immer die Kinder hier. Nein, ich hab noch keine Gänsehaut. Kappa. Kann ich irgendwie das scheiß Gekriesel hier ausmachen? Das Spiel hat nochmal eine richtig geile Atmo, aber boah, das Gekriesel geht mir so auf die Eier gerade. Boah, die Sounds sind geil. Wo ist Cosmo, lieber Loris? Der beschützt dich doch, wenn du Horror-Stuff streamst. Die ist knapp 1,30, ey. Die ist kleiner wie unsere liebe Icy hier. Die hat auch mal bessere Zeiten gesehen. Überall diese Missing-Dinger. Okay. Nicht wundern, das ist auch so ein bisschen Puzzle-Adventure. Wir müssen also Sachen finden. Ja, das ist ein Such- und Laufsimulator mal wieder, glaube ich. Okay. Pferdestatue, kann ich hier was an den Büchern machen? Kann ich da irgendwo rein? Puppe. Ich glaube, wir haben sogar ein Spiegelbild. Noch eine Puppe. Ein Koffer, auch nix. Da kann ich nichts klicken. Mom und Martha.
Oh, warum ist das gerade wie Phasmo? Oh, das ist so widerlich, das ist so räudig gerade, ne? Bist du da? An alle, die Phasmo bei mir geguckt haben, die wissen ganz genau, was ich gerade mache. Kannst du mich hören? Zeige dich! Ohne Scheiß, jetzt kommt der creepy Kindergeist hier noch. Oh, Kinder in Horrorspielen sind eh so. Boah. Das Schlimmste, was du machen kannst. Das Schlimmste, was du einem Spieler antun kannst, ist Kinder in Horrorspiele implementieren. Ja, und jetzt laufen wir erstmal ein bisschen rum, bis da was passiert. Hey, ich bin die Martha. War das so? Ich bin Martha. Hm. Martha Schlappenflicker hier. Darf ich raus? Warum will die... Die Drecksbelger können Türgriffe abschrauben. Die sind sogar noch handwerklich begabt. Jetzt wird's creepy. Jetzt wird's abartig. Irgendwas muss ich triggern. Ich weiß noch nicht was. Wow, ranzoomen. So ein Millimeter. Okay. Kleiner hat doch vorhin so einen Ball geworfen. Ich bekomme doch gleich so einen Jumpscare in die Fresse. Ich sehe es kommen. Das Spiel will jetzt, dass wir rumlaufen. Das Spiel will jetzt, dass wir da rumdaddeln. Hanneloch. Ah, hier. Oh, he wants you, he's waiting for you. Ah, die Kinderstimme, die ist so pervers. Das wird hier passieren, September 23. Nee, wir haben den 24. Januar. Ich dreh mich nicht um. Nette Dame, Entschuldigung, dieses Haus ist gesperrt. Polizei hier, ja? Erstmal Ausweiskontrolle. Dreckskinder lenken nur ab. So. Setzt euch bitte Kopfhörer auf, das ist gerade zu geil. Ruf! Hat die mir da von hinten ins Ohr gestöhnt? So. Oh. Boah, ist das. Die sind gut gemacht. Guck mal, die Kleine bewegt sich sogar. Die Uschi. Okay. Hm. 17 Jahre später. Das ist so geil. Ja, dann weißt du, wie es mir auf den Ohren geht. Jo, läuft. Abgeschlossen, 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 abgeschlossen.
Ich habe kein Licht. Jetzt seht ihr übrigens, das Ganze ist mit einer Unreal Engine. Das Ganze ist mit einer Unreal Engine gemacht. Jeder, der aber schon mal die Unity gesehen hat, wird jetzt... Lass mich raus. Gib mir ein Zeichen. Ich feiere so hart. Ein leerer Raum. Mhm. In dem ich gerade nichts machen kann, glaube ich. Außer warten. Schöner Tisch. Die Texturen hätte man ein bisschen anpassen können. Läuft. Ich muss raus. Darf ich raus? Darf ich raus? Darf ich raus? Okay. Herzlich willkommen zum... Wir sind in einem Raum gefangen. Escape the Room Simulator. Why not? Ah. What? Schreib mal einer bitte ein H auf. Beziehungsweise kann man das Symbol. Das ist wirklich wie Layers of Fear. Fick dir ne. Schubladen sollten sich so nicht verhalten. Das Steppen. Ich liebe es. Left Mouse Interact, Middle Mouse Fokus, F Flashlight, C Camera, Leiter. Okay, das ist irgendwie creepy. Creepy Shit hier. Jetzt. Das ist ultra creepy. What the? Fand eine Box von den Vorbesitzern. Okay. What the? Ja, denke ich mir auch gerade. Worte denke ich mir auch gerade. Okay, warum kriselt's da auf dem Bild? Warum spielt das Bild gerade Teletubby? Du riechst einen Schlüssel, du Lappensimulator. Oh. Ah. Wenn ich weiß, dass ich in einen Raum eingeschlossen bin, würde sich bei mir Panik breit machen. Der Möbelsimulator, ja, irgendwie gerade schon, irgendwie schon. So, warte mal, heute machen wir was ganz Besonderes. Heute öffnen wir mal Schubladen, ja. Heute gucken wir mal so die alten Sachen durch von Oma. Mal gucken, was sie so in den Kartons da drin hat. Ja, die waren auf dem Dachspeicher. Ja, nebendran waren noch so ein paar satanische Symbole. Ja, gucken wir mal Omas Hobby an. Vielleicht finden wir ja noch was Tolles. Oh. Ja, warte. Warte, Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Nein, sind mehr. Die drei Fragezeichen. Da hat es eben an der Tür geklopft. Heute testen wir die Beständigkeit des Holzes in der Bilder. Ja, Levi.
Definitiv. Definitiv. Ja, das wird ein Hardcore-Gameplay heute. Das Einzige, was ich gerade weird finde, da ist alles animiert, aber nein, da klebt ein JPEG drauf. Da haben sie sogar Kanten reingebracht, ja? Da haben sie wirklich eine Kante noch reingebracht. Und hier klebt einfach ein fucking JPEG. What the fuck? Da klebt einfach nur ein JPEG drauf. Also das hätte man wirklich besser animieren können. Kriege ich da noch irgendeine andere Kassette raus? Also what the fuck oder so? So what the hell? Oder lass mich raus, Kiddo. Gedönse. Muss ich irgendwas Spezielles noch drücken? Moment. Nö. Nee. Also was Spezielles drücken kann ich gerade nicht. Muss ich das Ding jetzt anstarren? Und betrachten die Farben der Gemälde. Wie gut die hält, ey. Die müssen doch schon keinen Plan wie alt sein. Ja, das ist gerade irgendwie ein bisschen weird. Was müssen wir machen? Was müssen wir tun? Darf ich da wenigstens irgendwann mal wieder raus? Das Ganze ist gerade irgendwie weird. Hallo Tür. Möchtest du dich öffnen? Sesam, öffne dich. Abracadabra. Einmal schwarzer Kater? Nee, geht auch nicht. Ducken kann ich auch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Spiel einen eingebauten Timer hat. Eine Box der Vorbesitzer. Eine alte VHS-Kassette. Kein Wunder, dass sie nicht klappt. Wir haben noch mal einen VHS-Player hier. Ja, das ist gerade so, statt zurück in die Zukunft, ja, zurück in die Vergangenheit hier. So, Oma Frieda Sextape hier. Ja, das war mit Onkel Jürgen. Gucken wir uns nachher unbedingt mal an, Alter. Jurassic Fuck. Wie komme ich hier raus? Komm. Irgendwas muss es geben. Hä? Aber ich bekomme auch nicht angezeigt, dass ich hier irgendwas moven könnte, außer jetzt die Kassette hier. Ich kann nur mit der Kassette was anstellen. Ich tippe mal bei der Kassette alles durch. Nö. Ich kann mit der nichts machen. Vielleicht mal so rumdrehen. Was hat's mit dem Bild auf sich? Kann ich nicht. Plotfist, du musst. Geht nicht. Barkopfkino. Hallo, Mora. Warte mal. Was können wir noch probieren? Das ist gerade weird. Sekunde. Das heißt auch, das Spiel hat einige Bugs mit drin.
So, soll ich jetzt gleich? Da ist einer genau. Sekunde, das haben wir jetzt gleich. Ist die Tür offen? Natürlich nicht. Was denkst du denn? Ein Bild, bist du da? Das flackert wie ein Videobild. Ich kann es mit dir aufnehmen. Der hängt genauso wie ich gerade. Nee, auch keine Ahnung. Cheater. Der hängt genauso rum wie wir gerade. Und das ist eine ganze Folge lang. Was muss man hier tun? Das gibt's doch nicht. Ihr gerade eine Ahnung habt, sagt mal Bescheid, weil das ist jetzt gerade irgendwie. Ich kann die Kassette auch nicht aufnehmen oder so. Ich kann mit der nichts tun, außer jetzt zu drehen. Ja, ich bin mal an alle Gemälde rangezoomt jetzt. Sieht man eine Familie. Mutter, Vater, Kind. Es wird nach Kultmitgliedern gefahndet. Tiefenpsychologie. Foto. Ja, Mutter, Oma und drei Kinder jetzt auf einmal. Ein Hut. Schubladen sind immer noch zu. Okay. Ja, jetzt wissen wir zumindest, was das Spiel hier will. Uns weiterhin im Raum gefangen halten. Finde ich auch cool hier hinten mit den Kratzern, ne? Also mit der Holzmaserung. Die haben wirklich eine Holzmaserung da reingebracht, ne? Das ist schön gemacht, das ist gut gemacht. Das ist wirklich gut gemacht hier. Vor allem ist es ein einziger Entwickler. Aber guck mal die alte mal hier an. Passiert jetzt was? Spiel, was willst du uns sagen? "25 Nächte". Warum? "2:25 Uhr". Da steht Nächte statt Uhr. Also wir haben 2:25 Uhr. Okay. Im
Mexico City held for ransom, hundreds rearmed, nothing has happened. Okay. Telefon? Kannst du klingeln? Nein. Das geht auch nicht, das geht auch nicht. Schütteln, dass was rausfällt? Okay. Gibt's nämlich auch manchmal in Games, aber anscheinend ja nicht. Hatte ich ein einziges Horrorspiel mal, wo das auch war. Der Kleine beobachtet mich, Alter. Oh. Komm schon. Was ist denn jetzt passiert? Okay, es wird immer noch nach Kultmitglieder. Hinter mir ging gerade was auf. Ich hätte ihn nicht zu Hause lassen dürfen. Spiel. Alter, es hört nicht auf. Ist das eine Map, wo wir gerade sind? Police Station. Gas Station. Tower. Search Area. Ey, Leute, das ist die Map von Slender. Slender the Arrival übrigens. Nur mal so. Für die, die es noch nicht gespielt haben, beziehungsweise denen es jetzt nicht auffällt. Da spielst du nämlich auch in der herunterkommenden Militärbasis, nämlich dann kurzzeitig. Der fette Nachbar? Irgendwas war da oben gerade. Irgendwas ist da oben gerade rumgedonnert. Kann ich da jetzt was klicken? Nee, ne? Nee. Nee. Eine neue Macht. So, irgendwas muss ich ja hier jetzt machen. Oder ist es nur informativ für uns? Ich glaube, das ist nur informativ. Die Tür ist immer noch geschlossen. Okay, die sind schon etwas älter, die einen. Also die Kinder. Okay. Du musst hier bleiben mit uns für immer. Bleib aus! Ich puste jetzt gerade die ganze Zeit die Kerze aus. Oh. Die Nachbarstante hatte zu viel Alkohol. Hm? Ach du Scheiße, Mann. Was geht denn hier ab? Holt Küken, Kuscheldecke, Tee, Kakao, Kaffee und Kinderschuki. Ugh!
Nein. Ach, wie geil, da liegt's Necronomicon. Ach, wie cool. Ach, wie cool ist das denn, das Necronomicon. Aber kann ich da ranzoomen? Ja, kann ich. Alter, das ist zu geil. Für alle, die das Necronomicon nicht kennen. Das Necronomicon ist gebunden mit menschlicher Haut. Oktober 1994. Bill, Matilda, Kate, Grace, Neil. Wo ist Neil? Das sind nur 3 statt 4 Kinder. Oh, die Stimmen, Alter. Bill und Matilda, die Hochzeit. Meine Kamera kann ich noch bewegen? Ich finde es gerade extrem interessant. What? Okay, die Fußabdrücke sagen mal hin und her. Was kann ich hier sonst noch machen? Nix, ne? Ich kann nur hin und her laufen. Ja. Boah, ist das herrlich. Ich will nicht mehr. Hm? Ja, moin. What? Das ist... Keiner da. Hallo? Will zurück in meinen Raum, da war wenigstens gar nichts. Ich will da nicht rein. Gott. What the fuck? What the fuck? Die Alte steht da. Das Spiel ist fies. Oh Gott, diese Totenstille. Es gibt nichts Schlimmeres wie creepy Sounds als Non-Sound. Ich hol besser eine Taschenlampe, bevor ich gehe. Wo willst du jetzt eine Taschenlampe herholen, Alter? Wo ist hier eine Taschenlampe? Madam, haben Sie eine Taschenlampe im Haus? Das wäre sehr freundlich von Ihnen, denn Ihr Haus ist allgemein gefährlich, ja, im Dunkeln zu betreten. Ah. Ey. Los auf.
F für Flashlight, okay, passt. Ja, gut. Ein wenig habe ich gerade das Prinzip verstanden. Die Bilder bzw. die Polaroids lösen Sachen aus, wenn man es anguckt. Das mussten wir jetzt kurz da verstehen. Normale Menschen, ja, ich gehe da nicht rein. Eher so, ja, erst eine Taschenlampe und dann auf geht's. Man muss ja auch was im Dunkeln. Man muss ja auch im Dunkeln was sehen. So, gucken wir mal durch. Ist ja gar nicht creepy hier drin. Ist ja gar nicht gerade wie bei Phasmo. Guck mal, die Kamera zieht auch so ganz schön langsam da. Dass du ja nicht sofort dahin gucken kannst. Ja, ich guck schon dahin und dann. Fupp! Und dann zieht die so ganz hässlich nach gerade. Ich liebe es. Schöne Blumen. Hat man ihnen schon mal gesagt, dass ihr Haus baufällig ist? Überall Risse in den Wänden. Dünn und Decken. Da brauchen sie jetzt gar nicht so aufstampfen hier, Madame. Da brauchen sie gar nicht so aufstampfen. Ja, es tut mir halt leid. Sie bekommen halt alles geschlossen. Mach auf. Mach auf, ja, evakuieren jetzt. Ja? Hallo? Es hat aufgehört zu heulen. Immerhin. Ist es hier vorne auch dunkel? Boah, ich dachte, da steht einer. Der fette Nachbar läuft wieder da oben, Alter. Immer diese Rabauken hier. Oh, ist das widerlich. Ich habe Gänse. Haut. Dieser Mantel sieht auch laufend aus wie die alte hier. Oh, gerade mit den Schuhen da unten dran, ja. Wenn man so läuft, denkt man, da steht was. Das ist perfekt positioniert. Da hat sich einer schön Gedanken gemacht. Da hat sich einer richtig gut. Richtig, richtig gut Gedanken gemacht. Das. Jetzt ist da hinten Licht angegangen. Wollt ihr mich. Will mich ficken, oder? Da ist ein Polaroid. Boah, der ging gerade. Der ging gerade durch. Boah, ging der gerade hart durch. Leck. Der Mantel ist weg. Da liegen Kekse. Da liegen Kekse. Das Spiel will uns belohnen. Das Spiel will uns belohnen. Foto. Da, der Kinderkrabscher, Alter. Der alte Pfarrer hier. Da liegt Money, nimm mit. Das ist unsere Bezahlung hier. Erstmal so eine Packung Sanity-Pillen. Boah, Spiel, Alter. Fick dich. Hart! Oh, ich liebe es. Ja? Herein? Herein! Nüchte? Oh, okay. Sieht aus wie so ein Rohrschachttest. Ja, ich sehe es kommen. Jetzt. Der Mantel. Nein, die Alte ist da! Ich will da nicht mehr hin.
ist weg von der alten und dann kommt da hinten das Bild geflogen. Alter. Das ist übel. Das ist übel. Das ist hardcore. Mmh. Wunderschön. Immerhin, der Mantel ist wieder da. Mit den Schuhen. Putzen könnten sie auch mal wieder. Ist das die Eingangstür, wenn da Welcome steht? Okay. Mantel. Hate. Ja, okay, ich weiß. Geist, gib mir ein Zeichen. Davon liegt ein Ball. Gib mir kein Zeichen. Karklaus repariert. Karklaus tauscht aus. Wir haben es geliebt, als ganze Familie was zu unternehmen. Ah, Kinder. Herein. Geist, bist du da? Kannst du mich hören? Alter, ohne Scheiß, wenn es wieder so ein Drecksgame ist, was wir einfach nur von mir. Oh! Und jetzt? Du hast geklatscht. Guck mal, die stapeln sich in Reihe und Glied. Voll süß. Ey, Karpenhasen. Und das ist nicht creepy. Das Viech ist cool. La 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 la. Ich hab einen Hasen. Das kriegt das Kind. Da vor's Zimmer. Liegt. Wo ist der Hase? Ach, den habe ich jetzt hierher gelegt. Okay. Boah. Lörres und seine Angstmotivation noch niemals. Ich spiele das voll männlich. Und Sakara heult. Sorry. Dan Hell. Jedem das Seine. Mama? Jedem das Seine. Raw Fate. Dan Hell. Jedem das Seine. Sorry. Mal Lilith. Wenn die jetzt schon mit Lilith hier anfangen, dann. Wenn die mit Lilith jetzt anfangen, dann rass ich aus. Oh, scheiße, mein Handy vibriert, Mann. Was für ein kleiner Blümchen. Blümchen ist krank. Oh. Musst du nur herausfinden, was passiert ist? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich glaube, ich muss wirklich nur herausfinden, was hier... Oh. Sinn. Sinister. Okay. Hate, you.
Sorry. Ich glaube, da muss man wirklich noch rausfinden, was passiert ist. Aber, oh Gott, das ist ja wie PT. Ich dachte so. Das Kreuz hängt nicht mehr. Da war wieder der fette Nachbar. Alter. Graul mir doch. Was gibt's denn hier? Die Kerzen sind schon. Okay. That we know you're not guilty. We hope you will be released soon with love. Boah, der Schrei. Der ist. Alter, mir stellen sich übelst Jahre gerade. Ja, richtig aus. Aber ich glaube, hier muss man echt rausfinden, was passiert ist. Wobei ich noch nicht mal an das Paranormale tendieren würde hier. You can. Nö. Noch mehr Pillen. Ey, da hat jemand an meinem Keks geknabbert. Levi, warst du an meinem Keks? Hast du meine Kekse genascht? Darf ich da auch mal wieder raus hier aus dem Gang, oder? Das ist gerade echt wie Silent Hill Playable Teaser, also der PT. Das ist. Fußabdrücke, blutige. Blutige Fußabdrücke. Die aber nur reinführen. Das Vieh ist rückwärts rausgelaufen. Du entkommst nicht. Ich kann wieder nicht selbst steuern. Das macht wieder gerade alles selbst. Frank, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht die Tür bemalen? Finito! Wo ist? Wir sind wieder im Ausgangspunkt. Wir sind unsere eigenen Fußspuren, oder? Hallo? Hä? Jetzt ist der Raum länger. Was denn jetzt? Mokoyoko. Ah, da ist ein Schlüssel. So, da haben wir nichts, da haben wir nichts. Okay. Cool. Kann man hiermit nicht öffnen? Hier auch nicht. Irgendeine Tür muss damit aufgehen. Ha! Okay, das ist wirklich wie PTE. Boah, Günther, ey.
Kükenkuscheldecke. Hab noch welche auf Lager und würde dir eine bringen mit Kinderschoki, Kaffee und Cosmo. Nein. Was, Nachricht zurückgezogen? Funktioniert nicht. Warum funktioniert's nicht? Ja, okay. Ich weiß, wo eine Batterie ist. Danke, Spiel. Dass ich die Batterie nicht hab mitnehmen dürfen. Dass ich jetzt erst den langen creepy Gang dahinter laufen muss. Um die Batterie anzutatschen. Mhm. Das war klar. Um dann zur Taschenlampe zu laufen, um gescared zu werden. Spiel, du bist so ein Arsch. Das ist einmal die Taschenlampe. Du bist wieder im Gegruseludel. Okay, jetzt sind wir 97. Jetzt sind wir wieder in der Zeit ein Stück zurückgereist. Wir wurden in You Can't Get Out. Ist aber noch alles soweit normal. Jetzt gibt es erstmal Waffeln. Ja, moin. Hate. Yo. Tür zu, aha. Guten Tag. Kann mir mal die Lampe ausmachen? Radio. Come on, put the radio on. Ah. I have shoes on the John sehr long. Ein Koffer. Ah, ja, mein Schlüssel. Bist du der neue Schlüsselsuchsimulator? Ja, wir haben einen neuen Schlüsselsuchsimulator, glaube ich. Da rennt ein Kiddo. Da rennt ein Kiddo. Oh. Lass mich raten, das ist jetzt diese Tür hier. Perfekt. Puh, Glück gehabt. Können wir jetzt durch die Haustür verschwinden mit dem Schlüssel? Sollen wir es mal probieren oder geht's hier weiter? Vielleicht geht's auch hier weiter jetzt. Weil wir haben ja einen Schlüssel. Ob der jetzt für eine Tür war oder nicht. Geht nicht. Geht auch nicht. Okay, irgendwie wird es jetzt gerade wieder. Mäh? Wo muss ich jetzt hin? Wir haben Schlüssel gefunden, aber finden gerade keine Tür. Mal wieder Schubladen öffnen. Man muss ja immer alles durchprobieren. Okay, die geht immer noch auf. Da hat man ja vorhin dann was drin gefunden. Ich glaube den Schlüssel für hinten. Für unser. Lichter flackern immer so unheilvoll. Ja, muss man auf keinen Fall einen Elektriker anrufen. Aha. Eine Uhr. Okay. Oh Gott.
Okay. Ach, unentwickeltes Foto, das zittern muss. Hm. Stimmt, die Polaroids hat man ja geschüttelt. Ach, wie geil ist das denn? Hä? Das ist ein Bild. Oh. Die war vor mir. Da war die Alte gestanden, ne? Ich hab dich gesehen. Nee, ich lass dich nicht alleine. Ich finde das gerade so geil. Hammer. Versucht irgendwie rauszukommen, statt rein. Kann man hier wieder was Neues? Nur die alten Schubladen. Okay. Also irgendwie... Ja, das Spiel hat was, aber... Der Horror vom Anfang ist weg. Es passiert mir immer noch Gänsehaut, aber... Es übertreibt's mit der Sucherei gerade. Es übertreibt's knallhart mit der Sucherei. Erinnert mich jetzt zum Beispiel mittlerweile an ein anderes Spiel. Pinewood Drive heißt es. Pinewood Drive ist von The Dalek, den Machern von Edna bricht aus und Harveys neue Augen, beziehungsweise Randall's Monday. Also von Point-and-Click-Adventuren. Und so fühle ich mich irgendwie gerade. Wie in einem Point-and-Click-Adventure. Man spürt es halt schon hart, dass genau die Entwickler dahinter stecken. Oh, dass genau solche Entwickler jetzt da mit involviert sind. Zumindest mal in der Machart. Ich bin verwirrt. So. Weil das Studio hier, also der Typ, der das hier gemacht hat, der hat sich da zu viel abgeschaut. Gerade jetzt. Das ist aber, fällt jetzt erstmal ins Gewicht. Boah, erst ab jetzt ins Gewicht. Ach Gott. Meine Nerven. Ich lieg blank mit den Nerven gerade. Das ist jetzt so langweilig, dass ich müde bin. Ja, gerade schon. Oh, das ist noch die Demo. Die, wenn du das Spiel kaufst, fängt es mit der Demo an. Dann wird die Demo mit reingenommen. Ja. Das Hauptspiel ist aber genauso. Ist 1:1.
weil die Demo fängt, ich muss wirklich sagen, die Demo hat, also die Demo, als ich es separat hatte, genauso angefangen. Aber 1:1, warte mal, ich kann doch. Check it. Shake it. What? Müsste wieder ein Polaroid finden. Aber die Demo hat genauso, also es ist immer noch dasselbe. Das ist dann zusammengeschlossen mittlerweile. Also das haben sie haben es implementiert. Aber das mit dem Schütteln finde ich cool gemacht. Aha! Der fette Nachbar, oder? Keiner zu Hause. Geh weg. Geh weg. Okay. Oh, ich dachte gerade, die Musik hört auf. Nein, sie hat nur neu begonnen. Die Tonspur hat nur neu begonnen. Einmal die Wand fotografieren und einmal den Gang Richtung Telefon fotografieren, okay. Einmal hier. Aha, okay, jetzt. Uns wird, das ist gerade Tutorial oder so. Okay, das war. Wartet. Boah, Bastard. Das war so klar, dass da irgendwas so derartig ist. What? Da hat sowas kommen müssen jetzt. Ach gut, vielleicht. Eins muss man trotzdem lassen. Für eine Person steckt da ein Arsch voll Arbeit drin. Für eine einzige Person steckt da verdammt viel Arbeit drin. Hallo? Und eins muss ich sagen, es sind nicht die Standard-Sounds, die hier verwendet werden. Es sind nicht aus dem RPG-Maker, Horror-RPG-Maker, die Standardschreie. Ach, ich kann meine Taschenlampe wieder anmachen. Ja, moin. Herzlich willkommen. Okay, also. Es wurden Kultisten gejagt. Das wissen wir bisher. Der Vater ist angeschuldigt, zu diesen Kultisten zu gehören.
Seine Familie wirft ihm vor, dass er sie getötet hat. Ja, das ist das, was wir von der Frau und den Kindern da immer wieder gehört haben. Vielleicht hat er ja seine Frau und seine Kinder geopfert. Wäre jetzt mal zu vermuten. So viel aktuell zur Story. Das Bad geht wieder auf. Ich soll die schrägen Bilder fotografieren, okay. Die Bilder sind aber nicht schräg. Was soll das? Die Bilder hängen noch alle gerade. Egal, wo ich gucke. Der fette Nachbar. Hm. Holla. Das. Nö. Gut. Ich dachte, es wäre gut. Der Nachbar! Mama! Das hat mich jetzt gekriegt. Oh, Himmel. Das hat mich jetzt gut gekriegt. Das kam unerwartet. Das kam verdammt unerwartet gerade. Ah. Stand hier da um die Ecke, Mann. Oh. Gott, ich hätte eher gedacht, dass wenn ich mich umdrehe oder so. Same. Na, nicht viel. Doch, der Anfang war ultra gruselig. Mittlerweile ist es Schlüsselsuchsimulator. Oder, nein, Polaroid-Suchsimulator. Auch wenn ich wandle durch finsteren Gang, fürchte ich kein Unglück, sondern bin nur bang. Gott. Komm. Das Spiel geht mir so langsam auf die Nerven. Der fette Nachbar nervt übrigens immer wieder, ne? Also in dem Spiel klopft es so offen von oben. Bön? Ah. Ich habe einen Schlüssel gefunden und der passt in irgendein Schlüsselloch. Damit können wir jetzt hier Türen öffnen und neue Räume betreten. Und links schweißt einer. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo der Schlüssel da reinpasst. Nee. Aber du kannst ja zurückspulen und kannst dich ja ein bisschen durchklicken. Same. Wenn du dich ein bisschen durchklickst, dann hast du einen großen Vorteil. Du siehst, was bisher geschah. Also, das finde ich gerade geil an YouTube. Du kannst halt ein bisschen zurückspulen noch. Das ist einfach der vierte Nachbar. Diese Tür ist so schön beleuchtet. Hi. Kann man dich öffnen? Nein. Da kann man auch nichts öffnen. Hat sich auch nichts Neues ergeben. Okay, da passt der auch nicht. Da passt er nicht. Da passt er nicht. Irgendwo muss doch wieder ein Polaroid sein, Mann.
der Vermieter. So, das haben wir. Das haben wir schon abgeguckt. Aber ist in der alten Schublade was drin? Nee, ne? Okay. Muss ich das Bild wieder aufrichten, oder? Bild drehen. Oh, jedes Mal, wenn ich die Lampe anmache, wieder, ne? Ganz grausam. Jedes Mal, wenn ich die Lampe wieder anmache. Alles abgeschlossen. Kann ich aber auch nichts tun. Da hat die Frau vorhin geschrien. Oh. Oh Gott. Guten Hunger, Levi. Guten Hunger. Weiß nicht. Ich meine, die Effekte sind schon cool gemacht. Es ist ein cooles Stilmittel mit der Kamera. Wir wollen ein neues Leben anfangen. Es ist echt ein cooles Stilmittel mit der Kamera hier. Es ist ein cooles Stilmittel, wie sie die Scares setzen. Man weiß ganz genau, du hast fotografiert, ja, und beim Schütteln von dem Ding. Beim Schütteln von dem Teil. Ich folg dir mal unauffällig in den Raum. Alice hat es geschafft, ein Foto von dem Bösen zu machen, das sie verfolgt hat. Oh Gott. Oh, Gänsehaut. Ja, jetzt wird's wieder interessant. Mama? Das sind jetzt die blutigen Kinderhandabdrücke hier. So, ab hier ist fotografiert worden. Nö. Das Böse stand hier im... Oh, das ist widerlich. Mann! Boah! Dreckskinder! Nein. Jetzt geht's mit der Kleinen hier weiter. Hm? So ein schönes
Bild, Alter. Das ist so ein schönes Bild gerade von dir, Kleine. Boah, diese Kinderlache. Also Kinder sind ein Stilmittel in Horrorgames, das ist... Räudig. Bekomme jetzt auch Gänsehaut. Ich bekomme gerade nicht nur Gänsehaut. Oh Gott. Vorhin hat man die Alte da im Hintergrund nicht gesehen. You can't get out. Jetzt sind wir wieder in, also 97. Can I photograph you? Can I take a photo, please? Oma Hilda! Das war laut. Ja, das war richtig laut gerade. Oh. Vor allem, das war einfach nur eine steife Figur, die auf dich zufliegt. Aber einfach nur laut. Einfach nur fucking laut. Das Spiel willst du jetzt gerade wissen, oder? Das Spiel willst du gerade hart wissen. I hate you. I hate you. Shut up! Ja. Okay, so lang geht das Spiel gar nicht. Ich habe gerade mal kurz gucken müssen, wie lang das Spiel überhaupt geht. Ui. Irgendwo ist was aufgegangen. Irgendwo ist was aufgegangen. Scheiße, da liegt das Kind drin. Wir sind mit dem Kind eingesperrt. Hallo? Hello from the other side, Alter. Hello from the other side. Die hassen es doch, wenn man Kerzen... Die nicht ausblasen, die eine. Okay. Nicht lange. Echt nicht lange. Anderthalb, zwei Stunden um den Dreh. Maximal zweieinhalb. Dann hält sie es ja echt noch in Grenzen. Ui. Hello
from the other side. Okay, was immer. Urbild, schlag mich tot. Urbild. Was für eine Ecke? Linke. Die linke Seite. Genau, ich mache einen Fernseher aus, um Strom zu sparen hier. Und der Geist macht einfach mal wieder an. Da war ein Geist. Die Alte steht vor mir. Alter, ohne Scheiß, das wäre ein Mittel für Phasmo. Wir könnten es sogar heute noch durchkriegen, ja. Wir können das heute noch durchmachen. Das wäre noch immer so übel. Fernseh an, Fernseh aus. Funktioniert auch nicht. Da ist wieder ein Polaroid. Jetzt muss ich die Couch fotografieren. Boah. Er hockt da drauf. Der Schrank macht komische Geräusche. Oh, wir haben ein Video. Genau an der Stelle machen wir ganz fix ein Päuschen. Ich bin sofort wieder für euch da. Ihr bekommt ganz kurz den Pause-Screen jetzt zu sehen. So, ihr bekommt ganz, ganz kurz Pause-Screen, denn ich müsste mal ganz fix wohin. In der Zwischenzeit gibt es einfach mal zur Entspannung nochmal etwas Musik, wenn die Werbung vorbei ist. Ah. So, bis gleich.
to protect your soul. Das sind wir wieder. Jetzt muss ich gerade mal. So, Pausentiming. Hatte auch eine Pause nötig. So. Bin froh, dass es jetzt nicht mehr so langweilig war. Und jetzt mehr das Gruselige wieder durchkommt. Ja, der Horrorfaktor kommt gerade wieder ein bisschen durch. Ich mag so Spiele immer ganz gerne. Was ich da gewöhnungsbedürftig finde, sind die statischen Modelle. Ja, das ist immer so ein bisschen... Ja, okay. Aber liegt halt dran, es ist halt kein großes Studio. Da gab es eine große Gruselpause. Ja, meiner Meinung nach. Also, das ist keine Spannung ohne Entspannung übertrieben, ja. Ja. Wie der Herr. Vielen, vielen Dank. So, im Grunde genommen kannst du das Ganze jetzt dazu sehen, Sam. Es ist, wir spielen in verschiedenen Zeiten, beziehungsweise werden in verschiedene Zeiten teleportiert wieder. Wir spielen gerade in 87 und manchmal sind wir wieder in 97. Es sind verschiedene Leute, die anscheinend das Haus dann immer wieder suchen. Oder aufsuchen oder derselbe, da steige ich auch noch nicht ganz durch. Ich vermute momentan noch verschiedene. Und dass es immer wieder versucht wurde, aufzudecken, das Ganze. So, wir gehen auf Fortsetzen. Also, Flashlight kann ich keine einsetzen gerade. Ich habe keine Flashlight. Die Tür geht nicht auf. Okay, da haben wir irgendwelchen okkulten Scheiß.
Ein Seil. Oh Gott, ich muss jetzt offen ablaufen, oder was? Da komme ich nicht rein. Yes, wir müssen offen ablaufen. So war ja Silent Hill PT. Jetzt ist oh, da hängt jemand. Da hat jemand mir ins Ohr gepustet. Hat's gemacht. Da hat jemand Teufel gespielt. Die Olle. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Das ist der Spiegel. Okay. Vielleicht habe ich dir ins Ohr geatmet. Aber auch nur vielleicht. Hey, wir sind wieder am Auto. '87. Oh, da ist wieder dieses creepy Haus, dieses kleine creepy Haus. Da hängt wieder eine Person. Da hängen mehrere. Da hängen ganz, ganz viele. Überall hängen Leute. Was hast du mit denen gemacht? Ah, Scheiße. Hexenverbrennung oder was? Da mal aus. Ah, wir können jetzt in den Wald reinlaufen. Ich werde hier nicht verbrannt, doch. Icy-Verbrennung. Wir verbrennen jetzt Icy. Boah, das Spiel ist widerlich. Boah, ist das Spiel widerlich. Da hinten stehen sie in Reihe und Glied. Thank you.
Okay, es wird immer schlimmer. Wir sind wieder im Wohnzimmer. Ach stimmt, wir haben uns ja nur die Videokassette jetzt angeguckt, ne? Wir waren ja nur in der Videokassette. Aber schöne Sounds sind hier mit drin. Richtig schöne Sounds sind hier mit drin. Muss man echt lassen. Na? Zusätzliche Lichtquelle mal daher holen. Junior Papagei hier. Aha. Okay. Ja. Ich kann hier mal irgendwas aufmachen hier. Sind wir Nägel, Hammer, Polaroid? Seltsam. Mir schließt sich jetzt gerade gar nicht mehr, was ich hier tun soll. So, aber ich glaube, dass wir einfach an der Stelle jetzt mal aufhören. Wir haben 18 Uhr. Ja, an der Stelle hören wir auf. Dann denke ich, geht's morgen weiter. Spielen wir morgen weiter. Gucken wir morgen nochmal durch. Gucken, wie weit wir da kommen. Ich denke, morgen werden wir es dann auch durchspielen. Werden wir den Rest noch spielen. Weil so lang scheint es gar nicht zu gehen. Wir haben uns aber auch lange aufgehalten jetzt mit Suchen, mit Zeugs, ja. Aber zum Hauptmenü. Ja. Ja, das ist jetzt erstmal locked up gewesen für heute. Ich muss sagen, Ebene auswählen. Ah, lass mal ganz kurz gucken, was kann man hier machen? Lol, selbst das ist so interaktiv. Level 1, 2, 3. 11. 19, 11. Also wir sind in Level 11 und dann kommt Demol. Sind ja schon im letzten Level. Hä? Und dann Demo-Level gleich hinten dran. Lol. Also, ich muss aber sagen, gut gemacht. Das ist wirklich gut gemacht hier.
Abwenden und Desktop. Jo. Für heute sind wir fertig jetzt mit Locked Up. Ja, SteamVR will da immer wieder mit starten. Ich weiß nicht warum, aber es ist noch immer eine angeschlossen gerade. Ja. In dem Sinne würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Moin, Cedric. du kannst das Ganze gerne nochmal nachschauen. Morgen sind wir wieder ab. Lass mich überlegen. Morgen arbeiten bedeutet, wir sind ab. 19 Uhr. Machen wir morgen entweder 18.30 Uhr, 19 Uhr. Auf dem Discord wird man das Ganze dann nochmal anschauen können. Dafür muss... Ah, Sedo, moin. Und dann gucken wir mal. Also 18.30 Uhr, 19 Uhr geht es morgen weiter. Und dann spielen wir Locked Up fertig. Ich muss sagen, bisher war es interessant. Es war einfach mal wieder ein anderes Horrorspiel, wie wir es bisher hatten. Ein Layers of Fear Flair mit drin. Es hat einfach den Horror mit dabei, den ich eigentlich liebe. Ja, nicht dieses, ich renne weg und werde verfolgt oder wenn ich nicht gescheit fotografiere, werde ich getötet und, ne, sondern einfach nur Horror. Ja, du hockst drin, du willst nicht mehr, du willst raus. In diesem Sinne, macht's gut. Auf dann, auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.